lieben Freunde! Was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hide and Seek um 10.000 Euro. Wir sind heute in einem riesigen Spieleparadies im Hopplop hier in der Nähe von Köln. Und es ist ganz, ganz verrückt. Letzte Runde vor der Halbfinalrunde. Und wenn ihr mit dabei sein wollt, 18 plus sein, Instagram-Namen in die Kommentare schreiben und vor allen Dingen sagen, wieso gerade ihr die richtigen Kandidaten für dieses Format seid. Seid schnell, das ist die letzte Runde. Ihr müsst hier alles an Support da lassen, was geht. Denn in der nächsten Runde ist Halbfinale und dann reicht's. Meine Lieben, wir haben heute wieder vier aktiv geile Kandidaten. Wir beginnen mit Dominik Ritzmann. Alter, mein Jutzer! Stell dich vor, wer bist du? Hi, ich bin der Ritzmann und ich werde mich so krank verstecken, ich hole die 10.000 safe. Ja! Yeah. Regina! Alter, ich hab mir fast den Arsch weggebrannt. Ja, ich bin Regina Güte, Klasse A Ninja. Was? Das war zu schnell. Was soll ich machen? Hi, ich bin Philippe und ich bin Sebastians Stiefsohn. Mark Eggers! Ich hab mich gerade selber ein bisschen erschrocken. Ich bin Marc Eggers und Versteckenspielen ist mein Leben. Meine Jungs, es ist mal wieder soweit. Komplett krank. Ihr wisst, wie lange wir letztes Mal unterwegs waren. Das hier wird alles zerlegen. Das Ding hier ist riesig groß. Ihr seht die ganze Zeit in den Beauty-Shots. Das ist unglaublich. Wir haben sogar Hintergrundgeräusche wie im Dschungel. Ich würde sagen, ich gehe nach vorne, ihr versteckt euch und dann geht der Hase los. Let's go. Ganz kurz nochmal? Ja? Ich würde ganz kurz nochmal den aufmachen. Dominik, würde ich kurz an meine Seite bitten? Nein. Nee. Nein. 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 Er wäre doch nicht der Marc, wenn er nicht der Marc wäre. Das kann nicht sein. Marc Eggers, erzünde den Tornado. Ja? 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 Lass mal anfangen jetzt. 3, 2, 1, ab dafür. Ja, aber du schaust doch schon weg, oder? Ich schau schon weg, ich sehe gar nichts, mein Jungs. Okay, okay. Liebe, war mir klar, dass du mir hinterherläufst. Hau ab, Junge. Davy ist so ein Typ, der ist auch so ein Querdenker. Der wird da, genau da gucken, wo man so denkt. So, da wird sich nie jemand verstecken. Hey Freunde, ich habe mir ein riskantes Versteck überlegt. Ich hoffe, dass er hier nicht hinschaut. Okay, hier ist dann scheiße dunkel, Leute. Ich muss alles probieren. Früher gab es einen Geschmack, jetzt haben sie 200. An der Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön ans Hopplop hier in Poolheim. Bei Gott, 10.000 Likes und verbringen hier mal eine Nacht. Hier ist so ein riesen Trampolin. Oh mein Gott, ja. Ich gehe da drunter. Hier drunter, Sebastian. Ich frage jetzt, ob ich hier wieder rauskomme. Regina, bist du hier drin? Ja. Geh weg, ich bin als Erster hier drin gewesen. Komm. Scheiße, ich hab mich jetzt im Müll versteckt. Das Bier scheppert jetzt schon rein. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich mich hier in diesem Krokodilmund verstecke. Hier kommt man gar nicht rein, doch hier. Scheiße, hier kommt man nicht hoch. Ey, ich bin so am Ende. Oh, ich bin hier gerade so hart. Gegen was gegengelaufen, ey. Oh, meine Nase. Ich laufe hier ganz nach oben und hoffe, dass er mich nicht findet. Ich kann hier ganz gut runtergucken. Meine Jutzen, ich komme. Like lassen, oder? Du bist reingestartet in die Likes. Ja, like, 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 yo, yo. Auf geht's. Hier könnte ja schon wieder jemand sein, wa? Wir sind bis heute Nacht hier, Mann. Krass. Oh mein Gott, Digga. Hey Leute, das Ding hier ist zu groß. Also, der Bereich hier, 90% kühl. 90%. Warte, Alter, Digga, warte. Oh, wer war das? Oh mein Gott. Schaut ab. Sebastian. Regina, bitte. Oh, du Rennsau, mach schneller jetzt. Regina, es tut mir so leid, ich wollte gerade meinen Slush wegwerfen. Warte, so du hast mich gefunden? Ja, deswegen sage ich auf deinem Bild. Sie war im Mülleimer? Ich hatte. Du, lass doch einmal das. Warte, was war sie? Damit was? Hättest du da jemals geguckt? Nein. Ey, what the fuck? Guck mal, ich mach so. Oh mein Gott. Regina, well fucking played. Marc Eggers, ich komme für deinen. Er kommt jetzt in den Bereich, kann mich sehen, er könnte mich sehen. Er ist aber noch unten. Jetzt kommt der Moment, wo ich versuchen muss, abzuhauen. Er ist da unten. Fuck, ist das B. Ich bin so ein verdammter Hund. Ich bin ein verfickter M***, Digga. Und jetzt darf ich nicht mal schnell laufen, weil ich einfach so ein Fettsack bin, Alter. Gerade hier so gegengebacken. Alter, ich bin fast mit dem Kopf durchs Gitter. Das Lasch wegwerfen. Die
sagst den Mülleimer so. Ich war hier noch nicht drin. Da ist halt die Frage, da könnte halt immer noch irgendwo jemand drin sein, ne? Meine allerliebsten, zwei von euch sind noch übrig. Philippe, ich möchte einmal, dass du ganz laut schreist. Oh. Oh, der ist halt. Der ist halt. Let's go! Nee, oder? Der könnte jetzt hier mit drauf, oder? Wenn da bist, macht Piep, hier ist Tobi. Hier ist Tobi, nicht erschrecken. Ist da jemand drin? Kannst du jetzt kurz was sagen? Oh, was? Oh, er rutscht! Hat er dich gerade hingelaufen? Nee, wir haben ihn gesehen. Doch, doch. Nein. Habt ihr? Nein. Hier ist auch hier. Wo warst du noch nicht? Tori, ich muss dich dazu holen, das ist zu groß. Philippe Rätsmann, ihr müsst beide noch einmal schreien. Ich brauche euren Schrei gleichzeitig. 3, 2, 1. Also diese Funkgeräte sind echt tückisch, wenn er hier in der Nähe ist und so Durchsagen macht, dann würde er wahrscheinlich hören bei mir. Ich versuche mich so mit meinem Körper so ein bisschen drüber zu legen. Ich brauche jetzt so einen ultimativen Schrei. 15 Sekunden. Ich möchte, dass ihr beide mal 15 Sekunden kurz durchschreit. Ich finde euch nicht. 3. Nee! Nein! 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 Nee, oder? Was? Wo ist der? Der Schrei kam doch von mir. Wo ist der? Wo ist der? War der über uns? Der war über uns, der muss hier oben irgendwo sein. Der, das Chaos ist ein braunes Ding hier raus. Ja, vielleicht ist er da drin. Heb mal hoch. Heb mal hoch. Wie kann man das drehen? Heb mal hoch. Oh mein Gott! Ey, aber du musst ihn doch berühren, Digga. Ich muss ihn berühren. Wie soll ich denn hier? Hä? Da reingekommen? Du nix so. Streck doch mal hinter dem Schrei, Junge. Was? Nein, das Versteck war genial. Ja. Ich hätte mich echt gerne im Halbfinale. Philippe? Dass ich rausfliege mit dem genialsten Versteck aller Zeiten. Keiner hat was gesagt. Keiner hat was gesagt. So Anlage, dass er da schreien muss. Ja. 15 Sekunden schreien. Ja. Philippe, schrei einmal 15 Sekunden. Philippe, schrei einmal ganz laut. Ah! Oh Gott. Philippe, schrei nochmal. Ah! Nicht mehr. Ihr versteht nicht, wie fertig ich bin, das f*** mich. Das Format bringt mir meine Grenzen, Alter. Jungs, ich sag's dir, wie es ist. Dominik, ich hätte dich eben haben können, aber du hast einfach nur Pech. Philippe, ich habe keinen Plan, wo du bist. Ihr seid beide weiter, ihr seid beide im scheiß Halbfinale. Philippe, du bist weiter, Dominik auch! Nein. Du bist draufgesprungen, ne? Beim ersten Mal, ja? Boah, es hat weh. Bro. Alles so weh, Alter. Bruder, herzlich willkommen im Halbfinale, Mann. Oh, danke. Danke für den Sport. Dominik, du bist auch im Halbfinale. Dominik, wo bist du? Lach doch mal. Dominik, wo bist du? Was? Halt's Maul! Wie machst du das ständig? Zweites Versteck! Junge, wenn ich von der Bundeswehr seid, ruft an oder so. Ich glaube, ich kann das. Wie macht der das? Der kommt immer unter die Konstruktion. Digga, vor allem, du checkst nicht, dass er wegläuft einfach. Dieses Heidenzieg hat mich absolut hochgenommen, aber es war geisteskrank geil. Digga, deutsches Thumbnail einfach so. Bruder, bei Gott. Ich bin fairer Verlierer. Theoretisch hättest du mich da abklatschen können. Aber? Hast du halt nicht gemacht. Ja. Das Ding war, wenn du jetzt wirklich nicht original über mir gestanden wärst auf der Platte, wenn ich schreien musste, hättest du mich, glaube ich, da nicht gefunden. Nein, niemals. An der Stelle, wir haben immer noch 2 Slots frei fürs Halbfinale für Zuschauer. Schreibt einen Kommentar mit eurem Instagram. Wir schreiben euch an. Seid über 18 auf jeden Fall, weil das Halbfinale findet in einem aktiven Vulkan statt. Es wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr wild. Kommentiert das Ding. Und das war's von diesem wunderschönen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.